Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush, wo die Fick jetzt hinein zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening für Nintendo Switch. Wir haben das Fischmaul, den fünften Dungeon hinter uns gebracht und auch noch das Windmarimba an uns bringen können. Und nun befinden wir uns bei den im Schrein der alten Ruine, unserem nächsten Ziel, wo wir anscheinend Da wollte ich eigentlich nur meine Feder nutzen. Wo wir anscheinend den Schlüssel für den nächsten Dungeon finden werden. Das ist mal ein richtig großer Wächter. Aber auf die selber bezwingbar. Wow. Ich muss da zum Stampf attacken. Ach, geben. So. Und dann ihn mit dem Pfeil von hinten treffen. Ja, genau so muss es gehen. Oder geht's auch mit dem Schwert? Nee. Muss mit dem Pfeilbogen sein. Oh, das Schild ist schon mal weg. Das heißt, ich kann ihn jetzt, wenn ich ihn treffen würde, erledigen. Okay, der hat nur wenig dafür benötigt. Oh! Und er übergibt uns auch schon den Maskenschlüssel. Wir haben ihn! Aber was befindet sich denn dahinter? Bisschen dunkel hier, das haben wir gleich. Wir haben zum Glück noch etwas Zauberpulver übrig. Oh, Island Kokolint. Bist nur eine Illusion. Bewohner, Monster, Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wechsel den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Hm. Ja? Da bewahrheitet sich die wahre Story dieses Spiels. Kokolint. Alles hier ist nur eine Illusion des Windfisches. Erzeugt durch seinen erzeugt dadurch, dass er schläft und davon träumt. Das erleben wir gerade mit. Wenn wir ihn aufwecken, wird sich alles auflösen. Aber auch auf diese Art und Weise kommen wir auch nur nach Hause. Uhu, du hast das Bett gesehen? Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolint tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue dem Gefühl, irgendwann wirst du die Antwort wissen. Uhu, uhu. Hm. Ja, aber für eine Illusion? Ja. Macht ihr uns ja ganz schön zu schaffen. Wir müssen ein bisschen länger warten. Schleimmonster ständig zurückkommen müssen und mich nerven. Sonst ist uns auf den Keks gehen müssen. Gut, dass aber der Pfeil und Bogen so zuverlässig sind. Oh, was haben wir denn da? Oh, eine weitere Zaubermuschel. Schön. So was nehme ich doch gerne. Oder dem, wenn ich da dafür auch ein besonderes Schwert kriegen könnte. Ich könnte es mal versuchen, sie alle zu finden. Aber wollen wir mal gucken. Überleg mal gerade, weil ich könnte mich ja teleportieren. Und ich habe ja bereits hier alles gesehen bei den Ruinen. Aber ich denke mal, das Problem dürfte sein, es gibt ja keinen Porter zum nächsten Dungeon, den ich jetzt öffnen könnte. Ja, dann schuss ich jetzt den Schuss hier. Das finde ich aber auch ein bisschen nervig, dass das sein muss.
Diesen Machtsymbol und dann noch diese Schutzeichel. Es gibt für kurze Zeit zwar einen Boost, aber dass da jedes Mal diese... Ja. Von wegen diese... Jingle kommen muss, wie... ja, ich hab... Gerade das Obergeilste. Also ich habe gerade ein brandneues Item aus Natur bekommen oder so. Das muss eigentlich nicht sein. Diese Animation hätte man ruhig danach abstellen können, ne? Das muss man nicht 100-mal sehen. Ganz ehrlich, das ist wirklich mehr als nur unnötig. Aua, 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 aua. Elektrisch geladen. Schluss hier. Na schön, ich habe ja... Durch den Haken habe ich ja jetzt eine Abkürzung. Jetzt sind wir wieder bei der Zwergenbucht und da ist das Zoodorf. Nanu, wo ist Marina hin? Ist sie wieder zurück ins Möbendorf zurückgekehrt? Marin. Sie ist anscheinend wieder ins Dorf zurück. Ein Traum, eine Karotte. Schön zu wissen, dass sie, dass der Besen zu ihrer Zufriedenheit ist. Wie die sprechen kann, woher soll ich das wissen? Ich bin doch nur ein Karnickel. Auch wieder wahr. Das ist ein Argument. Vielleicht sollten wir aber erstmals, bevor wir... Blöde Spinnerin. So. Von einem eigenen Schutzpanzer erschlagen worden. Wie findest du das? Ah. Jetzt mal Schluss mit dir. Oh. Wenn er betäubt ist, dann kann er sich auch nicht mehr elektrisch laden. Das finde ich gut. Okay, hier kann ich leider nicht untertauchen. Das wäre jetzt auch gerade so schön gewesen. Oh, jetzt mal Schluss mit dir. Eieiei. Warte mal, das ist doch... Die Venusnixe von Delius. Oh, da fehlt eine Schuppe. Ach, hier wird die Schuppe benötigt. Okay. Aber wo kriege ich dann bitte schon die Perlenkette für diese Nixe her, die sie vermisst? Es wurde dem auch verwundert, dass sie inmitten dieser Meeresmonster hier, die hier rumlungern, auch noch schwimmt. Einfach seelenruhig. Aber gut, die hat halt die Ruhe weg. Ich meine, ganz ehrlich, hier, ganzen Viecher könnten sie alle verspeisen wollen. Aber ja, sie hat einfach voll die Ruhe weg dabei, was das betrifft. Ach, ich bin aber auch ein Depp. Ich sollte mal das Teleporter-Lied nutzen. So komme ich wieder auf dem schnellsten Weg zurück zum Löwendorf. Ich versuche es noch mal beim Greifarm mein Glück. Vielleicht gibt es wieder einen weiteren schönen Preis, den ich noch nicht habe. Eine weitere Zaubermuschel wäre schon schön. Vielleicht gibt es auch im Laden was Neues. Man kann ja nie wissen. Nein. Im Laden gibt es jetzt nichts mehr Neues. Schade. Aktuell. Wer weiß, ob sich das noch ändert.
Aber ich will trotzdem jetzt mal hier mal nochmal Glück versuchen, wenn irgendwas Neues da ist. Und leider ist dem wieder nicht so. Schade. Dann ein andern Mal. Soll ich vielleicht dann. Soll ich vielleicht wieder mit Angeln versuchen, aber. Vielleicht kann ich mal probieren, ne? Ja, einmal angeln. Kann man mal probieren. Ob vielleicht noch irgendwas versteckt ist unten? Bislang kann ich nichts feststellen. Aber Moment, Perlenkette. Überleg mal gerade, aber welcher Fisch könnte bitte schön die Perlenkette verschluckt haben? Das ist jetzt die Frage. Weil nach der müsste ich ja Ausschau halten. Ob sie sich hier irgendwo versteckt hält. Schon Köder bleibt jetzt unten. Bis dann kann ich nichts feststellen, was der Köder hätte mitgehen lassen. Okay. Hier scheint nichts versteckt zu sein. Nichts von Bedeutung, würde ich mal sagen. Ja, wenn ich schon dabei bin, hole ich mir einen kleinen großen Fisch. Ha! Erwischt! Um wieder etwas Geld zurückzubekommen. Nö. Also gut, wir haben uns hier genug umgesehen. Jetzt begeben wir uns endlich mal zum nächsten Dungeon. Wir haben den Maskenschlüssel. Wir waren eigentlich schon da. Aber ich sollte, ich darf natürlich nicht vergessen, dass es hier noch Höhlen gibt, wo wo der Greifhaken vonnöten war. Voranzukommen, um an den Schatz ranzukommen, besser gesagt. Hier auf jeden Fall wird auch der Greif hatten, wenn du zu viel ist mir sicher. Was ist das für ein. Möchtest du dich auf einen Fluss in den Stromschnitt wagen, dann ab an die Kasse. Auch kein Rekord aufgestellt, versuch es doch mal. Ah! Was ist jetzt das hier? Wo führt mich das jetzt hin? Ah! Das Herzteil. Aber wie gelange ich denn jetzt bitte da hoch? Ich müsste mich von da oben irgendwie fallen lassen. Na gut. Checken wir mal das aus und versuchen mal hier bei diesen Spielchen unser Glück. Der Floßverleih, huh? Alter, er wimmelt sich noch vor so einem von Vasen. Und nirgendwo was drin. Möchtest du 400 Rubine mit dem Floß fahren? 100! Gut. Es gibt zwei Arten, die Stromstellen zu befahren. Bei Schnappstellen musst du dir so viele Items wie möglich greifen. Bei Schnellstellen musst du so schnell wie möglich das Ziel erreichen. Was darf es sein? Ich würde sagen Schnappschnellen. Und dann versuchen wir nachher das schnell, dann versuchen wir auch die andere Möglichkeit hier. So, wir können uns hier jedenfalls bewegen. Die Items sind hier. Oh, die Strömung reißt mich schon mit. Ich kann nichts dagegen unternehmen.
Oh, da muss man springen. Okay. Ich muss auf jeden Fall so viel wie möglich vom Geld wieder zurückbekommen. Hui. Oh, da wäre ein Haufen Rubine. Und ich komme da nicht hin. Die Strömung ist dafür zu stark. Alter! Geht's davon nicht. Na komm! Lass mich doch da hoch! Ach, das ist doch nicht zu fassen! Ja, so viele Items wie möglich abgreifen, ja. Pff, Pustekuchen, ich greife hier so gut wie gar nichts ab. Alter! Wie mich das abdrängt! Ja, wie soll ich denn... Warte, wann das jetzt... Ich hoffe, das war jetzt nur Zauberpulver. Alter, jetzt wird nichts mehr gesammelt. Die Zeit ist um. Ja. Ich versuche es erstmal mit den Schnellstellen, aber die Schnappstellen... Wow, da konnte ich ja... Habe ich ja wirklich zu wenig Ausbeute bekommen. Was zum Teufel, ey. Das ging ganz schön ab hier. Na schön, wie schnell muss ich sein für den Hauptpreis? Ganz egal, ich muss einfach nur gucken, dass mich hier nichts aufhält. Vielleicht bekomme ich hier sogar noch Bonuszeit. Hey, hey, hey! Was sollte das denn? Ich wollte da runter. Der Herzcontainer! Ach du Sch... Nein, Herzcontainer. Ein Herzteil und eine Truhe! 20. Ja, keine Geheimnisse. Ja, super. Und da habe ich jetzt meine Zeit vergeudet. Hätte ich das vorher gewusst, dass er noch ein Herzteil war. Und ich, Depp, hab das übersehen. Komm jetzt runter da. Die Stromschnellen sind aber schwer zu erreichen. Führ mich hin, wohin sie wollen. Die Zeit war bestimmt nicht gut. Ich bekomme dafür keinen guten Preis. Alter, und ich möchte mir aber vorher noch das Herzteil holen. Probier's nochmal. Diesmal die Schnappschnellen, weil ich möchte mehr Items wieder abgreifen. Vor dem, das Herzteil muss abgegriffen werden. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und trotzdem werde ich hier weggespült. Das ist doch nicht zu fassen. Och Mann, ey. Nicht zu fassen. Da verpasse ich wieder das verdammte Herzteil. Und auch die ganzen Rubine hier. Da könnte ich so viel abgreifen. Oh, super, und da springe ich auch noch vorbei. Ach. Da kriegt man ja keinen Gewinn hier. Da gewinnt man wirklich gar nichts. Ja. Nochmal die Schnappstellen. Ich muss da an... Ich muss dann auf die ganz linke Seite, ganz links hingelangen, um dieses verdammte Herzteil zu kriegen. Nicht zu fassen, ey. Muss ich mich irgendwie... ich kann einfach nicht hin, was ist das? Guck sie das einer an! Ich werde einfach fortgetrieben, statt dass ich... Komm, neu starten! Lass mich doch neu starten! Was soll der Scheiß? Ich kann nichts dagegen machen, ich komme da nicht hin! Nicht zu fassen! Ich werde da ständig fortgetrieben!
Ja. Mann, wie komme ich an das scheiß Herzteil ran? Wird da ständig fortgetrieben hier. Nicht zu fassen. Oder kann ich einfach schummeln? Also das bringt nichts, was ich da versuche. Hm. Wie soll das sonst gehen hier? Na komm, was ist denn? Mann! Oder geht es hiermit? Einfacher? Ich hätte den Greifhaken nutzen sollen, ich Depp. Das ist wahrscheinlich das mein Problem gewesen, das nicht funktioniert hat. Das war wahrscheinlich der Grund, warum das nicht ging. Ja, so. Lass mich nicht so einfach abspeisen hier. Das ist aber echt schwer hier. Aber gut, dass ich jetzt besser Bescheid weiß. Ich an gewisse Stellen hier rankomme, die ich sonst nicht dran gekommen bin. Hm. Da ist doch eine Zaubermuschel versteckt. Ja, ich sag's ja, immerhin. Ich muss immer noch in das scheiß Herzteil rankommen. Das ist immer noch mein Problem hier. Gut, aber ich merke, mit den Greifhaken sollte man hier nutzen. So kann man die Richtung ein bisschen bestimmen. Moment, was? So kann man sich den ganzen Plunder hier schnappen. Und damit wieder Gewinn machen. So geht das also. Ah, ja, so habe ich wieder Gewinn gemacht. So, aber jetzt versuche ich mir das verdammte Herzteil endlich zu schnappen. Es wird Zeit. Aber gut, dass ich jetzt weiß, wie es besser geht. Und so auf diese Art und Weise kann ich auch schneller reisen hier. So, jetzt war. Und da ist es. Das Herzteil ist mein. Ja. Yeah. Hm. Vielleicht graben wir noch was Feines obendrein auf. Und wenn nicht. Ich möchte aber wissen, wo sich hier die Treppe befindet, um. Naja. Na gut. Sei es drum. Nein! Nein, nein, nein! Lass mich darüber, bitte! Come on, das darf nicht wahr sein, oder? Hey! Ja, pff. Ist nicht zu fassen.
komme ich denn hier an den Schatz ran? Das würde ich zu gerne mal wissen. Hä? Aber hier kann man wirklich ein bisschen ordentlich Geld farmen. Aber ordentlich. Das klappt auf jeden Fall ganz gut. Nein. Lass mal. Versuchen wir es jetzt mal. Ach doch! Ich Idiot. Ich würde doch weitermachen. Verschwinde! Deine blöden Bombe! Gibt's auch keine Taucherstelle. Aber das Herzteil. Wie ich da jetzt bitte rangekommen? Versuchen wir es jetzt mal mit der Schnellreise. Und schauen wir mal, dass wir hier einen Rekord irgendwie aufstellen. Dann nehmen wir mal los. Mit den Enterhaken können wir einen Rekord aufstellen. Und los. So. Damit geht's schneller. Juhu! Schneller! Schnell wie der Wind. Come on. Oh yeah. So schaffen wir es. Richtig schnell hier durch. Mal übers Übel. Ja, Zaubermuschel. Haben wir das auch schon mal. Nein, diesmal nicht. Ich wüsste zu gern, wie ich an dieses eine Herz herankommen kann. Ach so. Ach, natürlich. So. So einfach geht das. Sollte es von vornherein machen müssen. Na gut, liebe Leute. Haben wir schon einiges an netter kleinen Ausbeute gehabt. Damit wird es dann ab dem nächsten Part weitergehen mit dem nächsten Dungeon. Und immer wenn es gefallen wusste, Daumen da rum und Kommentar nicht vergessen. Und dann sehen Sie wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush von Wicked hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Legend of Zelda Link's Awakening. Nintendo Switch. Also viel Sehen und tschüss alle!